Sehr schön. Was für Verhalten, kommt auch was zurück. Ja, von der schönen guten Abend. Ich bin Lennart, wie schon richtig angekündigt. Und ja, ich mache einen Text. Da haben sich viele schon gedacht, das ist, glaube ich, recht klar, dass das bei dem kommt. Man sieht es mir ja auch an. Ein Text über Sport. Und okay, wow. In anderen Bundesländern würde man das als Mobbing bezeichnen. Hier ist es, glaube ich, einfach charmant. Finde ich aber in Ordnung. Genau, der Text handelt, wie jetzt sehr viele gemerkt haben, auch schon darüber, dass ich nicht gerade der Sportlichste bin, und trägt den Titel Der Bankdrücker und geht folgendermaßen. Wenn der Frühling die Erde mit ersten Sonnenstrahlen belebt und man nach gefühlt 4 Jahren Winter zum ersten Mal die Existenz von Farben versteht, freut man sich auf den Sommer, in dem man baden dann geht. Nur bei vielen lauert da ein fatales Problem. Sportlich gesehen ist lange nichts passiert. Der flache Bauch ist zur schwabbeligen Wampe mutiert. Plötzlich sind alle motiviert, ihren Body zu stellen, Nordic Walken oder Joggen zu gehen, sich beim Yoga in unbequemen Hocken zu quälen, Karotten, Ingwer und Porree zu schälen. Doch mir scheint dieses Hobby zu fehlen. Während die anderen zum Sport rennen wie angepasste Spießbürger, sitze ich auf der Couch und esse Kartoffelchips. Geschmacksrichtung Cheeseburger. Ja, ich bin ein Bankdrücker, denn ich bin den ganzen Tag nur am Bankdrücken. Und ich meine nicht Gewichte auf der Hantel Bankdrücken, sondern meinem Team die Daumen von der Reserve Bankdrücken. Ich bin ein Trampelelefant, kann mich nicht mal elegant bücken. Alles an mir ist riesig, von Schuhsohle bis zum Handrücken. Ich stolper über die eigenen Beine beim Erklingen von Tanzstücken und bin so dick, die anderen auf der Bank müssen ganz bis an den Rand rücken. Scheißegal, wie hart mir die Sportart in der Theorie auch gefällt. Ich wurde von sämtlichen Coaches nie aufgestellt, wurde im Sportunterricht als Letzter ausgewählt. Doch ich wollte ja niemandem zur Last fallen, wollte die Leute nicht stressen. Deshalb habe ich immer rein zufällig meinen Turnbeutel vergessen. Und auch in der Uni war ich nie so ganz der Checker, hab die Vorlesung verpasst, weil die Rolltreppe defekt war. Doch das ausgedehnte Frühstück schmeckte wieder ziemlich lecker. Mein Bewegungspensum damals reichte vom Kiosk bis zum Bäcker. Du kannst dir sicher sein, dass ich mich mit Sport nicht auskenne. Du fragst, hä, wieso? Ich sag, ich bin HSV-Fan. Halbes Jahr und es tut immer noch weh. Meine Ausreden für all das wechseln sich minütlich. Ach was, ich bin nicht faul. Ich bin nur gemütlich. In 10 Minuten kommt der Nächste, sag ich stets, wenn ich meinen Bus verpasse. Das ist keine Wampe, das ist undefinierte Muskelmasse. Du belächelst mich, weil ich nicht überall hinjogg. Du gehst heute ins Gym, ich geh heute zu Gym Block. Allgemein liegt mir das ganze Gerenne nicht drum, fleht meine Jogginghose, bitte, bitte benenne mich um. Die Leute fragen mich, Lennart, warum kippst du ständig vor mangelnder Energy um? Doch es geht nicht anders, statt Segeln und Wandern starte ich lieber einen Serienmarathon. Ach, bleib mir doch weg mit deiner Clean-Eating-Biomanie. Ich bin doch eine tolle 120-Kilo-Partie. Gemütlich war's für mich, in einem Kinositz nie. Jeder Deine-Mutter-Witz beruht auf meiner Biografie. Ja, das geht raus an alle Stubenhocker und Couch-Potatoes. Ja, da draußen ist die Luft hier besser, aber draußen regnet's. Ja, das hier geht raus an alle, die nicht rausgehen. Das hier geht raus an alle, die nicht aufstehen. Das hier geht raus an alle, die gern scheiße aussehen. Ja, das geht raus an alle, die mit Mitte 40 draufgehen. Oh, ein paar Betroffene hier, scheiße. All das Chillen und der mangelnde Fleiß, das spärliche Gemüse und die Massen an Fleisch hatten scheinbar einen happigen Preis. Ich höre die Lunge bei jeder Bewegung pfeifen. Wie eine Schwangere habe ich Titten und Dehnungsstreifen. Das andere Geschlecht stoße ich längst ab. Bin ein Vetter, obwohl ich gar keine Cousins hab. Mein Körper lädt nicht zum Träumen ein. Mein Körper nimmt sämtliche Räume ein. Zwischen deiner und meiner Masse liegen Welten. In meinen Shirts kann eine ganze erste Klasse drin zelten. Kids, komm bei mir im Doppelpack. Körperspannung wie ein Kartoffelsack. Du bist stolz auf deine Beine. Ich kotz, wenn ich nur an meine denk. Und das Schlimmste, meine Kostümauswahl an Halloween ist sehr, sehr eingeschränkt. Ich wollte als Walter White gehen. Nur leider sah das keiner ein. Warte, Glatze und Goatee? Du musst Jumbo Schreiner sein! Scheiße, nein. Ab heute ist Zeit für Fleißarbeit.
Ich schreibe mich in sämtlichen Sportvereinen ein, mache Pilates und Zumba, Karate und Rumba, mach Gymnastik und Yoga. Die Bänder sind elastisch, die Matten stinken nach Oma. Mache mir einen Smoothie aus Obst verschiedenster Sorten, verschreib mich Detlef die Soße und Konsorten. Wär mein Körper ein Haus, dann wär ich Tine Wittler. Also ich wär wie Tine Wittler, wenn Tine Wittler fit wär. Ja, heute wird renoviert, heute bin ich motiviert und freue mich auf die Zeit, in der ich nicht mehr auf der Bank rumsitze. Doch da gibt's nur ein Problem. Ich schwitze. Ziemlich stark. Jede Sportart ist für mich wie ein Triathlon, ob Laufen oder Radfahren. Man fragt mich, ob ich vom Schwimmen komme. Alle strengen mich an, ob gehen oder bücken. Hab ein Vorsicht nasser Bodenschild auf meinem Rücken. Und ich kann verstehen, dass jeder schnell das Weite sucht. Riecht nach kurzer Zeit, als hätte jemand auf ein faules Ei gepupst. Alle bekommen das mit. Und lachen, tuscheln, scheinbar über mich. Meine Motivation ist längst schon im Eimer. Ich schmeiß das Handtuch, das mit Schweiß getränkt ist, in die Ecke und komme zur Erkenntnis. Nächstes Jahr ist ja wieder Sommer. Vielleicht kommt da ja meine Zeit. Also drücke ich die Bank weiter. Und drück und drück und mit etwas Glück nimmt sie mich irgendwann in den Arm und drückt zurück. Vielen Dank, schönen Abend noch. Ciao.